Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire. Wir haben das letzte Mal, das erste Mal, oder eigentlich das zweite Mal, ganz am Anfang haben wir es ja auch mal gemacht, einen Menschen weggelutscht. Das war der alte Prescott. Der lebt ja noch. Okay. Das trifft mich gerade überraschend. Ja, Schnauze, Alter. Wir können fast unsere Waffe Warte mal, der hatte hier drin was, ne? Ich habe einen Schlüssel von dem Penner bekommen. Ja, stimmt, da war irgendwo ein Safe, ne? Nicht irgendwo, hier. Schilling und Bleiplatte. Ach komm, das ist doch scheiße. Chinin. Okay, war total doof. Aber wir haben 2000 XP bekommen. Was ist denn das? Achso, das ist dann in dem Hospital drin. Wo geht's denn jetzt dahin? Okay, da war ich noch nicht. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ah, solchen Vampir. Hello, Lady. Na komm jetzt, schau, dass du wegkommst. Kodein, wässrig reichhaltige Blutprobe. Ist das schon wieder so ein Seuchenfuzzi, oder? Nee, das ist ein... Das ist ein scheiß Tuch, Mann. Übertreib's halt. Hey, Kumpel! Alter! Wow, 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 wow. Kleines Arschloch. Dämlicher Wichser. Da haben es gleich zwei so Fuzzis weggemetzelt. Nein, geh weg da. Ja, nimmst du das mit, Edzard? Keep out! Wie geht's denn da weiter? Achso, da ist... Da müsste ich wahrscheinlich erst von der anderen Seite, ne? It's locked. Ja, ja, dachte ich mir. Okay. Naja, konnten ja mal wenigstens schauen, was hier so los ist. Warte, was ist da hinten? Okay, wir sollten vielleicht mal die Hauptquest weitermachen und dann schauen, dass wir... Was zur Hölle magst du? Alter! Was wollte ich sagen? Achso, ja, dass wir auch mal unterwegs die Gegner killen, um noch eine Stange zu noch einen Griff zu bekommen. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier. Wir könnten mal in den Park latschen. Nur einfach, weil wir es können. Aber scheinbar nicht von hier aus. Oh doch. Hey Leute. Tut mir leid. Ich bin leicht blutleer.
Ja. Gib mir so eine Platte, Mann. Dann müsst ihr nicht alle sterben. Wie, der lebt noch? Arschloch. Jetzt gib mir nicht so eine blöde Platte immer, so ein Ding, Alter, damit ich das upgraden kann. Da kann ich auch noch viel leichter wegmetzeln. Wie, der hat nichts ausgespuckt. Was schon? Ah, du hast mir vorhin eine gegeben. Komm mal her. Was? Der trifft mich von oben auf? Was soll denn der Scheiß? Du kleines Arschloch da hinten. Ja, bis du nachgeladen hast. Und? Hör auf, so einen rumzumaulen. Komm schon, bitte, gib mir den Griff, Mann. Patronen. Ah, platzt doch, Alte. Und er hat mir keinen Griff gegeben, was soll denn der Scheiß jetzt? Alter, das verletzt mich trotzdem immer noch. Da hat er eine Kohle liegen lassen. Oh. Willst du mich verarschen jetzt? Boah, Alter! Boah, leck! Ich hab da jetzt meine Lebensanzeige gar nicht beobachtet. Wie viel haben die abgezogen? Shit! Dreckiges Viecherzeug, Alter. So, wir sind unter meinen Freunden und als solches sind wir ausgestoßen. Ach, stell dich nicht so an, Alter. Ach ja. Aber man merkt schon, Alter. Ich meine, die waren jetzt seit 9, 11 Levels über mir. Die hauen schon ganz schön rein, ey. Also gehen wir jetzt doch wieder in eine Laberrunde. Wird manchen wieder nicht gefallen. Aber ich muss labern. Tut mir leid. Das Spiel besteht nur mal zu 3/4 aus Labern. Sag mal, 3/5. 1/5 ist Crafting und 1/5 ist Fighten. Naja, wobei eher dann 3/6. 2/6 dann Kämpfen und 1/6 ist Crafting. Ach, was weiß ich. Was, jetzt bin ich wieder hier? Arschlöcher. Wenigstens bekomme ich hier einen Ring. Die hielt hier schön rum. When science fails you, this elixir will give you faith again. Stimmt mir, da fällt mir gerade ein, wir wollten ja eigentlich auch die Leute heilen, ne? Hello, my friend. Joe, fancy buying something? You have your money. Do you need to be on it? I don't really. Andre? Right. Was hast du denn alles, Junge? Was hast du? Ah, der Kodein. Ja. Will ich Kodein? Ja. Will ich auch. Alter, der hat guten Shit, Mann. Der hat guten Shit. Das steht halt auch da unten drunter. Ich depp, ey. In wiederverwertbare Bestandteile zu legen. Ja, Schnauze. I'm not a doctor. Really? But still, here I'm Joe Peterson, son.
but Colossus Jota most. And I don't remember asking for your service, sir. Can I offer? Keep your medicine. There is a thin line between pride and stupid. All right. I'll take it. Goodbye. Gut, Amur. Sehr schön. Dann haben wir noch die... Die Nutte? Ach, die Nutte war das, Edzard. Change your mind. Do you need it? I'm shocked. Forgive my suspicion. I'm so... Goodbye. So, dann haben wir dir auch geholfen. Wen haben wir jetzt hier noch übrig? Wir haben dem da geholfen. Er holt sich. Wir haben... Ach nee, das war der andere. Wer zur Hölle ist denn das eigentlich? Und da ist noch einer. Hä? Ich meine, das ist mir wahrscheinlich vorher auch schon mal aufgefallen, aber... What? Boah, heilen wir den. Ja, komm, wir heilen dann. Goody. It's fine. Don't you. Faith, give me. Ja, so no schaust du aus. Da oben ist er. Wie komme ich da rein? Ich kann da einfach rein. Oh. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to. Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me, then? Okay, then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Erstmal alles ausräumen. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need... Yes, I do. You'll feel better. I'm not sure. Blutvergiftung. Is there only pain and suffering? Ja, Schnauze, ich geh jetzt erstmal auf und laber mit einem Alten. Da war doch einer gestanden, oder? Oh ne, das war der. Absagebrief. Professionelle Vampirjäger. Okay, da komme ich nur ran, wenn ich einen von denen umlege. Ciao, Harry. Is there only pain? Ja, Schnauze. Da hinten vielleicht irgendwo? Okay, das wird bloß Blut. Da ist die Nutte. Da ist nur ein Tor. Stimmt, hinten dran ist ja auch noch dieser Poetenfuzzi. Ah, da. Good evening, Doc. Do you know that would be not? If you pass. Thank you, sir. Good. Ja, wo ist denn der Poet? Ja, wo ist denn der Poet? Good evening. And good evening to you. Do you need me? I am the nutrition of. So, wie viel haben wir jetzt geheilt? Wir haben den da, wir haben den da, wir haben den da, wir haben den da. Die zwei fehlen noch, die haben wir. Die ist gesund. Die erholt sich. Wo ist denn der? Die erholt sich und die erholt. Der da. Neuralgie kann ich nicht heilen. Neuralgie kann ich nicht heilen. Blutvergiftung kann ich heilen. Also kann ich. Hinweis gesperrt. Also muss ich dem noch helfen. Und das war's dann fürs Erste. Es gibt immer noch einen Unbekannten, das kotzt mich an. Hä? Achso, das ist bloß so ein Effekt vom Licht, wo das so verschwimmt. Oh, hey. Hello. Hello, very well.
Da ist der. Jetzt könnte man dann eigentlich auf jeden Fall die Hauptquest dann weitermachen. Wenn ich jetzt dann noch diesen Jungen finde. Muss der da jedes Mal hingehen und den zur Sau machen, wenn ich vorbeilaufe? Das ist doch eine Show, Alter. Das ist ein Auftritt für eine Show. Dir kann ich nicht helfen, du bist scheiße. Ah. Really? The wet boot. How are you? I'm not your boy. Do you need please? There you go. Very funny. Goodbye, yeah. How are you? I'm not your. Good. Good evening. I'm afraid not, Mr. A gun? Okay. Jetzt haben wir das im Prinzip geheilt. Was wir heilen können. Denn I'm a doctor. Ja, ich hab's wieder gesagt. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass wir einen Unterschlupf finden. Wo war denn da einer? Geradeaus durch. Hey, Alter! Oh, fuck you, hör auf damit! Schlag zu! Das ist doch zum Kotzen, ist doch das! Das schlägt dazu! Ich verstehe das Kampfsystem halt manchmal echt nicht, ey. Das ist. Oh. Der schlägt. Normalerweise, wenn er einen Gegner hat, schlägt er zu und geht so nach vorne mit. Aber mittendrin hat er dann das Problem, der bleibt einfach stehen und haut zu. Dann trifft er natürlich nicht. Weil der Gegner noch ein Stück weg steht. Oh. Das kotzt mich gerade so an. Gut, die sind noch so stark, ich muss mich upgraden. Und ich muss meine Waffe upgraden, damit ich mehr abziehe. Ach ja. Ich verstehe aber auch nicht, da haben welche kritisiert, dass dieses System zu wenig Auswirkungen hat. Jetzt mal ernsthaft. Du kriegst fast keine Erfahrungspunkte damit, dass du die vermöbelst. Es geht eigentlich wirklich fast nur um den Loot. Und ja, eigentlich nur um den Loot. Und weil sie halt im Weg sind. Ich bin jetzt wieder bei dem anderen Punkt, oder? Oh ne! Geh weg! Ja, okay, dich kann ich kalt machen. Kleiner Wichser, Alter. Komm her. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Und eine Glasflügel. Okay, das kann ich noch durchgehen lassen. Ja, gleich brauche ich noch einen Unterschlupf. Da ist irgend so ein alter Sack drin. Der Unterschlupf ist halt wirklich nur bei denen. Der ist auf der anderen Seite, Mann. So eine Scheiße. Ich muss diese Arschgeigen killen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Ich hätte vielleicht auch mal diesen Schattengang machen können, ne? Warte, ist der da oben? Nee.
Okay, scheiß drauf. Komm her. Jetzt muss ich mich dann healen. Oh. Ist das der Unterschlupf? Willst du mich gerade verarschen? Ich hab hier mitten in irgendeinem anderen Haus einfach den Unterschlupf. Kleiner Schlüssel? Wer zur Hölle bist denn du? Das ist die Mutter! Deswegen habe ich hier einen Unterschlupf, ich wohne hier. Okay. Komm schon. Jo. Stufe 5. Oh, ich brauche 6 Stück davon, really? Schaden um 10% erhöhen. Besser haben wir Ausdauerverbrauch um 10% senken. Nee, scheiß drauf. Ich will mehr Schaden. Wie viel macht das aus? 20 mehr Schaden. Und 3 weniger Ausdauer. Komm, los geht's. Oh yeah. Warte mal, was habe ich noch? Für Erschöpfung habe ich nichts mehr, ne? So, dann pennen wir noch mal eine Runde. Wir haben 5345 Zeug. Zeug haben wir noch. So, was brauchen wir da? Brauchen wir 3000 für eins, ne? Na, 2000. Hä, warum nur 2000? War das nicht bei 3000? Autophagie, 200 Heilung. Hä? 1000 zu heilen gegen eine bessere Regeneration. Warte. Wie? Autophagie, du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Kosten 15. Momentan kostet 10. Hä, war leck, Alter, da kostet dann sogar 25? Die Abklingzeit ist dafür um eine Sekunde weniger. Bessere Regeneration. Warte. 300, 400, 500. Jetzt würde ich schon fast das da lassen. Wir müssen das mal upgraden, weil... Alter, der Schaden, was das verursacht, ist halt gar nichts. Alter, brauche ich Stufe 20 erstmal. Wie schaut's hier aus? Mehr Ausdauer. Immer mehr Ausdauer. Oh, jetzt bin ich auf 20. 400 Schaden. Kosten keine. Abklingzeit 99. Mit Biss. Fester Biss. Er würde verursacht und scheinbar Biss im Kampf. Oh, reicht nicht. Schnelle Regeneration, gut, reicht auch nicht. Die Kapazität könnte man noch erhöhen. Und wir sind auf 21. Bestätigen. So taugt doch das. Aber ich habe immer noch rote Augen. Das heißt, ich bin, weil ich halt ein Jungblut bin, scheinbar.
Und? Bedenklich, sehr geil. Kopfschmerzen. Erschöpfung. Der will noch neue Regie. Mann, ich brauche neue Regie, verdammte Scheiße. Wie war's hier? Oh ja, die sind noch kranker, war, ne? Da müsste ich auch mal einen Rundgang machen. Alter, dann habe ich immer noch zwei Leute nicht getroffen. Sehe ich gerade. Drei, vier sogar. Oh, leck, Alter. Da müssen wir dann bei Gelegenheit auch mal eine Folge machen, wo ich da hingehe. Okay, ich dachte eigentlich, wenn ich jemanden aussauge, würde ich vielleicht die roten Augen weggehen. Gut, dann haben wir halt immer noch rot tätowierte Augen. Aber ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus.